Was geht ab, meine Z-Fighter, Ozer hier, und im heutigen Super Battle Road Video, denn das war auf jeden Fall von euch gefragt. Ich habe dazu zwar, als es zum Release rauskam, ein Guide rausgehauen, das ist jedoch sehr langatmig und ist etwas outdated. Dementsprechend wird es ab und zu von mir Super Battle Road Videos geben im neuen Super Battle Road Format. Da gehe ich mit dem Team rein, heute haben wir ein Super AGL Team und sag euch dann quasi, auf was man da achten sollte, welche Gedanken ich mir darüber gemacht habe. Ist quasi ein Live-Commentary und zugleich ein Gameplay, damit ihr auf jeden Fall seht, okay, das und das kann man so machen, auf das und das muss man achten, damit wir eben hier quasi sowohl etwas mitnehmen können, hoffentlich abend, und auch das zeitgleich sehen. Anyway, solange das lädt, wir haben ein Super AGL-Team. Ich habe als mein Eigenleader Super Saiyan 4 Super Saiyan 4 Vegeta genommen, als Friend jedoch Super Saiyan Goku. Warum? Das funktioniert, denn Super Saiyan Goku gibt jedem Hero Ki plus 3 auf jeden Attribut 120%. Und in dem Super AGL-Team sind alle von Heroes. Vegeta habe ich als mein eigenen Leader genommen, wie gesagt. Warum Goku als Friend statt Vegeta? Denn Goku hat noch eine Damage Reduction Skill. Das sollte man auf jeden Fall nicht unterschätzen. Vegeta hat es dann natürlich auch. Attack und Def 120%. Aber, wie gesagt, an der Stelle, Moment, ich wähle das Ganze mal. Ist das mit Goku auf jeden Fall die Damage Reduction Skill? Sollte man mitnehmen. Ist ein sehr guter Unit für das Super Battle Road wegen seiner Damage Reduction. Deswegen habe ich ihn als Friend genommen. Wenn ihr selbst keinen vierfachen Vegeta habt, aber Super Saiyan Goku, könnt ihr auch Super Saiyan Goku nehmen. Ganz klar. Und dann habt ihr eben zwei Super Saiyan Goku. Eins als euren Leader und eins als Friend. Bei mir ist das eben so, wie ich es gemacht habe. Also, wenn ihr vierfachen Vegeta habt, würde ich euch trotzdem dazu raten, das so zu machen wie ich. Denn vierfacher Vegeta an sich ist auch eine solide Unit. Was ganz wichtig ist in so einem Super Battle Road Team ist, ihr müsst euch festsetzen, auf jeden Fall klar sein, wie eure Rotation aussehen sollten. Denn diese Rotationen sollten so aufgebaut sein, dass sie gut was tanken, aber auch gut was raushauen. In dem AGL Team ist es jetzt, finde ich, das ist der Vorteil an AGL Charakteren, beziehungsweise das, was AGL Charaktere ausmacht, das war schon immer so, dass sie sowohl tanky sind, als auch Schaden machen. Ja, wir haben jetzt euch Super Vegeta mit Damage Reduction, vierfacher Vegeta hat Attack und Def 120%, Goku hat den auch eine Damage Reduction, deswegen kann man das auf jeden Fall so machen. Heißt, in meiner Rotation werde ich halten, zum einen Super Saiyan Goku mit Super Vegito und den anderen Super Saiyan Goku mit, das ist eine Ulti, ja, nice, mit, Super Vegito, ein Super Saiyan Goku mit vierfachem Vegeta und einen Super Saiyan Goku mit Super Vegito, sodass ich in jeder Rotation einen Super Saiyan Goku auf jeden Fall habe und dann dementsprechend einen mit Vegito halte und den anderen mit Vegeta. So, das ist meine Main-Rotation, das sind meine Main-Rotationen. Die versuche ich immer so zu halten, denn das sind Charaktere, die können sowohl Schaden einstecken als auch Schaden austeilen. Dann müsst ihr quasi darauf achten, wie sind die anderen Charaktere, eure anderen Rotationscharaktere, denn die werden immer rein und raus rotieren. Okay, hier an der Stelle werde ich jetzt quasi diese Rotation mal brechen. Ich werde Vegeta ganz nach rechts halten, weil Panda auf jeden Fall viel mehr Schaden bekommen wird als Vegeta. Aber wir wollen ja so oder so einen Super Saiyan Goku mit Vegeta halten und einen mit, einen mit Super Vegito. Deswegen werden wir da mal darauf hinsorgen. Auch Super Vegito und vierfach Vegeta funktioniert auf jeden Fall. Aber wenn ihr den Luxus habt und zwei Super Saiyan Gokus mitnehmen könnt, dann macht das so wie ich, immer einen Super Saiyan Goku in der Rotation zu halten. Und ihr merkt dann auch schon, wenn ihr auf sowas achtet, auf die Rotation vor allem, dass sowohl ein Charakter was einsteckt, der andere was austeilt, oder eben bei AGL-Charakteren tun das die meisten zeitgleich, dann habt ihr es auf jeden Fall einfacher. Okay, kommen wir aber zu Rotationscharakteren, denn unsere Rotationen sind ja fest. Auf jeden Fall würde ich euch empfehlen, einen Rotationscharakter mitzunehmen oder Rotationscharaktere mitzunehmen, die tanky sind oder euch in irgendeiner Art und Weise aushelfen. Sei es, Moment, wie machen wir es hier? Hier haben wir leider nicht so viele. Wisst ihr, wie wir es machen? Wir machen das mal so, weil Piccolo hat Experience Fighters mit Rainbow Orbs. Ich habe Piccolo mitgenommen, Free-to-Play Piccolo. Ich wollte ihn auf jeden Fall mal testen. Ist ein Free-to-Play-Charakter. Er ist solide wegen seinem Heal. Wenn er sich transformiert, healt er uns ja einmalig, wenn es dazu kommt. Aber auch außerhalb davon ist ein Easy A Awake, der Free-to-Play-Charakter. Will auf jeden Fall mal gucken, was er im Super Battle Road drauf hat. Ansonsten, ich komme gleich zu der Rotation, Freunde. Das ist eben so, Live-Commentary ist immer so. Wenn gerade was kommt, dann kann man sich überschneiden. Wegen den Items, dann nehme ich gerne Double Heal mit, aber nicht nur reines Healen wie Sensubone, was mich nur healt, sondern zum Beispiel Android 8, was mich um 70% healt und um 50% meine Verteidigung erhöht für 2 Runden. Dann habe ich noch Princess Snake, die hat eine Damage Reduction drauf. Und Whis für 2 Runden auch Damage Reduction. Und ich habe Barber mit. Warum Barber? Moment, denn sie zielt ja. Oh, jetzt hoffe ich, ich habe mit jedem jetzt Ding angegriffen. Dodoria.
warum Barber denn Sicilian-Gegner, falls mal Super Velito in die Rotation kommen sollte oder in eine Lage, wo er viele kontern kann, dann ziele ich die alle komplett, damit er kontern kann, weil wenn Super Velito eine Ulti bekommt, könnte das wehtun. Alright, wegen der Rotationen ist dann immer so, nimmt einen Charakter mit, der entweder alleine zurechtkommt, Tankies und Schaden macht, zum Beispiel wie mein Easy Awake, der Super Saiyan 3 Goku ist auf 100%, der ist Tanky, der macht Schaden, wie ihr seht, der kommt alleine zurecht, haut Charaktere alleine raus, oder Charaktere, die euch quasi in irgendeiner Art und Weise aushelfen, sei es mit einem Stun-Seal, in dem Fall habe ich dann ein Heal mitgenommen, okay, der Piccolo zwar, wenn es erst transformiert, und ganz wichtig, wenn ihr diese Typen-Supporter habt, die können in einem Super Battle wirklich Gold wert sein, ihr müsst trotzdem darauf aufpassen, dass sie keinen Schaden bekommen, weil sie bekommen viel Schaden. Aber Pania an der Stelle gibt AGL-Charakteren Key plus 3 und Super AGL-Charakteren zusätzlich 40% auf Attack und Death. Das sollte man auf gar keinen Fall unterschätzen. Und hier zum Beispiel haben wir eine sehr gute Rotation. Ja, ich könnte das hier zum Beispiel sealen, weil eine Ulti auf Super Vegito könnte wehtun. Ich mache das trotzdem mal nicht. Warum? Denn eine Ulti könnte nicht verkraften. Ich habe Full Life, ich habe Panda. Wir haben gut Verteidigung auf jeden Fall an der Stelle. Wie bekämpft die Gegner? Falls ihr es gemerkt habt, ich habe immer angefangen, von rechts nach links zu bekämpfen. Also zuerst Dodoria bekämpft und jetzt gehe ich nach links. Warum? Denn wenn ihr euch die Teams mal anguckt, dann ist es auch so mehr oder weniger vom Power-Level her wie im Anime. Heißt, Dodoria ist der Schwächste, Sabon kommt danach und der Stärkste ist Freezer. Deswegen würde ich euch eigentlich empfehlen, immer den Schwächsten, das schwächste Glied erst rauszuholen und dann euch vorzukämpfen. Weil ihr seht, das funktioniert auf jeden Fall. Und ich will euch nichts erzählen, auf jeden Fall sehr, sehr wichtig in dem Super-Agel-Team ist Super Vegito. Die wichtigen Charaktere für das Super-Agel-Team sind auf jeden Fall vierfache Vegeta, Super Saiyan Goku, Super Vegito. Die drei, wenn ihr die drei habt, habt ihr sehr, sehr gute Chancen. Wenn ihr einen EZA Super Saiyan 3 Goku habt, der ist auch auf jeden Fall solide, wie wir es gesehen haben. Natürlich, ich zeige hier quasi mein Team-Setup und... Moment, wie machen wir das hier? Ich stelle mal Goku in die Mitte, weil der teilt sich noch Experience Fighters mit Piccolo. Vielleicht gehe ich hier ein Risiko ein, dass ich Piccolo ganz nach rechts stelle, weil der nicht so tanky ist. Aber macht man das einfach mal so, den rotieren wir raus, dann behalten wir die Rotation. Natürlich gibt es weitere Optionen. Es gibt viele weitere Charaktere, aber deswegen wollte ich euch auch quasi zeigen, was ich hier vorhabe, was ich hier mache, damit ihr euch die anderen Charaktere auch picken könnt. Ich komme gleich zu ein paar Optionen, die mir so spontan einfallen werden, was man auf jeden Fall noch mitnehmen könnte. Ah, nice Konter, ey. Aber ich will euch nichts erzählen. Super Battle Road schafft nicht jeder. Ihr könnt da nicht mit euren SA2-Charakteren hier ankommen. Nein, das schafft ihr nicht. Super Battle Road ist wirklich sehr, sehr schwer. Ihr braucht da sehr gute Charaktere. Da will ich euch nicht anlügen oder so. Aber natürlich gibt es mal hier und da einen Pocket Pick. Zum Beispiel, dieser Piccolo funktioniert gerade sehr, sehr gut. Ist free to play. Ihr könnt den mitnehmen als ein Slot in die Rotationscharakter rein und raus rotieren. Da macht ihr nichts falsch. Welche andere Super-Agel-Charaktere könnte man noch mitnehmen? Zum Beispiel, wenn ihr eine Kalifla habt, eine gute Kalifla. Die tut immer rausrotieren, hofft eben darauf, dass sie das ganze Dodge und wenig Schaden mitnimmt. Lasst mich auch in den Kommentaren gerne wissen, zum Beispiel, Freunde, jetzt. Hier aktiviere ich ein Uranai Barber, weil ich habe Super Vegito in die Mitte gestellt. Er bekommt sehr viele Angriffe. Wenn eines davon... Ah, hier kann ich keine Ulti bekommen auf Goku. Okay, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Ihr solltet auch auf jeden Fall darauf achten... Ah, das ist nicht gut. Ihr sollt auf jeden Fall darauf achten, dass eure Charaktere... Das ist nicht gut. dass eure Charaktere sich gut linken. Hier hat fast jeder Shocking Speed, außer Super Saiyan 3 Goku. Deswegen Super Saiyan 3 Goku, das meinte ich, dass er individuell halt sehr gut zurechtkommt. Aber er hat einen Over and a Flash. Also das könnte ein Problem sein wegen Ki, wie wir hier sehen. Lasst mich auf jeden Fall in den Kommentaren wissen. Helft euch da gegenseitig aus. Andere Charaktere, die euch spontan anfallen, lasst mich in den Kommentaren wissen. Lasst euch gegenseitig wissen, welche Charaktere man noch mitnehmen könnte für Super Battle Road. Zum Beispiel, wenn ihr auch die Kombi habt mit Vegeta Blue und Goku Blue aus Resurrection F. Die zwei in der Rotation, die sind auch gut. Vegeta Blue ist tanky, wenn er ultet etc. Wenn ihr die zwei Charaktere zum Beispiel auf 100% habt oder so oder gut vorangeschritten, die könnt ihr auf jeden Fall auch nutzen. Ansonsten können wir vielleicht mal am Ende ganz kurz in meine Charakterliste reingehen und gucken und ich könnte euch mal... wie macht man das hier? Einzelne Informationen geben. Okay, das könnte vielleicht schwierig werden, weil wir Pan da haben. Pan könnte vielleicht ein bisschen gut Schaden bekommen. Heißt, ich würde hier gerne etwas aktivieren. Nämlich, wir aktivieren mal Princess Snake. Wir gehen Full Life und bekommen eine Damage Reduction für eine Runde. Machen wir das Ganze mal so. Gehen da auf Nummer sicher. Und ansonsten ultet auf jeden Fall immer mit jedem. Ihr könnt nicht wissen, vielleicht haut ja Pan den ganz rechts raus. Genau. Ansonsten, Freunde, ansonsten. Lass mich mal ganz kurz so zusammenwürfeln, was ich hier... wo wir gerade sind. Wie gesagt, ihr seht, die Rotation funktioniert auf jeden Fall. Sie sind tanky, sie machen gut Schaden. Wir haben Vegeta und Goku. In der anderen Goku und Super Vegito Rotationscharakter. Der Piccolo kann ich auf jeden Fall empfehlen. Der ist free to play. Hey, der kann jeder sich holen. Und für Super Battle Road seht ihr, er macht sich auf jeden Fall gut.
Ah, genau jetzt. Wenn ich so Step by Step gehe, dann fällt mir das wieder ein. Pan zum Beispiel. Pan ist Supporterin. Okay, nicht jeder hat vielleicht Pan. Wenn ihr aber einen anderen Supporter habt, dann könnt ihr natürlich auch mitnehmen. Das Problem ist, ihr müsst auf jeden Fall darauf aufpassen. Wie machen wir das? Oh, hinten bekommt er zwei Angriffe. Das könnte vielleicht wehtun. Ich mache das Ganze mal so. Weil die bekommen in der Mitte dann Experience Fighters. Vielleicht könnte ich hier zum Beispiel direkt auf Cooler gehen. Schaut auf die, weil Cooler ist ein bisschen geschwächt. Ich mache das mal an. Das Cooler hat aber am meisten HP, heißt, vielleicht werden wir den gar nicht direkt umbekommen. Aber ich gehe trotzdem mal auf Cooler. Ich aktiviere einen Whiz, weil hier solltet ihr aufpassen. Whiz hat eine Damage Reduction von 40% für 2 Runden. Wenn der ein oder andere Charakter hier eine Ulti bekommt, könnte das wehtun. Und ansonsten gehe ich mal auf Cooler, wie gesagt. Wenn ich den so früh wie möglich rausnehmen kann, der wurde jetzt geschwächt durch die anderen, dann ist es auch auf jeden Fall in meinem Interesse. Wie gesagt, zu den Support-Charakteren könnt ihr auf jeden Fall immer mitnehmen. Müsst aber aufpassen, dass ihr sie in einen Spot stellt, wo sie wenig Schaden bekommen. Pan ist jetzt wirklich eine sehr gute Supporterin oder auch jede andere, die ähnlich ist wie Pan. Ki plus 3 gibt 40% für ihren Typus. Die ist in einem Super Battle wirklich Gold wert, weil die boostet die anderen Charaktere wirklich sehr, sehr gut. Ja, siehst du, da bekommen wir ein Ulti. Zum Glück haben wir Whis aktiviert. Okay, sehr gut, sehr gut. Gut, dann sollten wir nächste Runde cool auf jeden Fall rausnehmen. Perfekt. Und ihr merkt, das mit Goku funktioniert auch sehr, sehr gut. Ansonsten, wie gesagt, außerhalb von Pan könnt ihr andere Super mit reinnehmen. Wie machen wir das jetzt hier? Passt aber drauf auf, Leute, dass diese dann... 3 Stück? Okay, nice, nice, nice. Sollte mich healen. Können wir eigentlich machen. Wir haben eigentlich noch gute Items. Wir heilen uns. Und Geiz nicht mit Items, Freunde. Geiz bei allem Respekt nicht mit Items. Hauptsache, ihr schafft das. Genau, ja. Passt aber darauf auf, dass die Supporter quasi euch mehr helfen, statt zu schaden, indem ihr sie in den Spot stellt, wo sie wenig Schaden bekommen. Außerhalb davon könnt ihr auch Charaktere mitnehmen, die euch in irgendeiner anderen Art und Weise aushelfen. Zum Beispiel, wenn sie eine hohe Chance haben zu stunnen, wenn sie Key-Support geben, wenn sie sealen. Sealer sind auch wichtig, Orb-Changers könnten auch wichtig sein zum Beispiel. Aber ihr müsst halt immer darauf achten, dass ihr Charaktere mitnimmt, die auch was einstecken können. Die sollten auf jeden Fall auch was einstecken können, Freunde. Weil wenn sie nichts einstecken... Na, Dokamot habe ich hier. Ich hätte lieber liebend gerne den Dokamot in der letzten Runde gehabt. Aber ich kann es nicht ausweichen. Ich kann es nicht verhindern, sage ich mal. Weil, ja, Dokamot ist, greift ja jeden an, wisst ihr auf jeden Fall. Ah, apropos jeden, wenn ihr AOE-Damage-Stile habt, dann nimmt sie natürlich mit, da besiegt ihr auf jeden Fall jeden. Da kämpft ihr, beziehungsweise trifft ihr jeden direkt mit der Ulti. Broly zum Beispiel im Extreme Strength Team wäre auf jeden Fall solide. Sei es der LR Broly, der normale Broly und so weiter und so fort. Der sollte die umlegen. Ja, okay, nice. Wir kommen schon zur letzten Runde. Also erstaunlicherweise funktioniert das wirklich gerade sehr, sehr gut. Das freut mich. Das sind halt die 2 Rotationen. Oh, Boo ist schwer. Okay. Oh je, okay, das könnte schwer werden. Aber Gott sei Dank, wir haben noch sehr viele Items. Und mit Items werde ich auf gar keinen Fall hier geizen. Wir machen das wieder so. Wir gehen auf Barbidi erstmal. Hauen den so schnell wie möglich um. Und dann, ich habe zwar Full Life, aber ich bin mir sehr, sehr sicher, das könnte trotzdem wehtun. Wenn einer ultet. Ich aktiviere jetzt schon mal Whis. Für 2 Runden Damage Reduction von 40%. Geiz nicht mit Items. Und ja, ihr müsst da trotzdem ein bisschen sparsam sein mit Items. Die Items zur richtigen Zeit einsetzen und nicht immer einsetzen. Ihr müsst auch schon ein bisschen was riskieren, so ist es nicht. Aber je mehr Items ihr gegen Ende habt, desto besser für euch, sage ich mal. Genau. Zum Beispiel Charakter wie Tapion ist auch nice. Der hat auch eine Damage Reduction Skill. Wenn er unter 50% fällt, transformiert er sich, okay, in einem Super-AGL-Team bekommt er dann leider nicht den Super-AGL-Leader-Skill, aber dennoch sind das 1-2 Runden vielleicht, die ihr überbrücken könnt an der Stelle mit dem Tapion dann. Kalifla hat sich genannt, okay, hier ultet er zum Beispiel. Sehr gut. Wisst ihr was, wir gucken einfach mal danach kurz am besten, weil ich habe die ganzen Charaktere nicht im Kopf. Warte mal, wie machen wir das hier? Hier aktiviere ich jetzt Super-Vegito. Aber der kommt auf keine Ulti. Egal. Super Vegito sage ich. Barbar, weil die bekommen dann 4 Konter auf Super Vegito. Der soll da kontern. Das ist sein Job jetzt. Diesen Job gebe ich ihm. Hör auf. Ihr merkt schon, ja. Wegen dem Over und der Flash, weil er keinen Shocking Speed hat, kommen die leider nicht immer auf eine Ulti. Aber diese Mechanik ist eben bei dem AGL-Charakterin sehr cool. Habe ich bestimmt oft wiederholt, aber sie sind sowohl tanky als auch. Sie machen gut Schaden.
Vor allem Super Vegito. Super Vegito ist wirklich ein sehr gutes und wichtiges Mitglied für das Super Battle Road, weil er kontert und eben auch Autodecks gut tankt. Okay, leider haben wir hier nicht viele Crits bekommen. Wir haben ihn zwar leider gesealt, wir hauen die Konter raus, aber sie kamen beide leider nicht auf eine Ulti. Aber Goku muss ihn rausnehmen. Es ist halt immer wichtig, Freunde, dass der letzte Slot, der dritte Charakter, den ihr rein und rauskutiert, dass der nicht, also dass der entweder selbst zurechtkommt, der hat zum Beispiel 70% auf die Verteidigung und 20% auf den Angriff, der haut hier alles um. Oder eben auch quasi euch in irgendeiner Art und Weise, sage ich mal, nicht schadet. Zum Beispiel hier haben wir Glück, wir können ein paar rausrotieren. Wir haben hier, wir kämpfen jetzt nur noch gegen Bu. Ich stelle ganz nach links, da sind 4 Angriffe. Der wird das besser tanken, weil der eine Damage Reduction Skill, der hat mehr Verteidigung als Vegeta momentan. Ansonsten könnte eine Ulti vielleicht trotzdem wehtun. Soll ich mich hier oder nicht? Guck, das wird jetzt ein bisschen risikoreich. Eine Ulti würde ich eigentlich, denke ich, verkraften können, um ehrlich zu sein. Weil ich auch Panda habe. Ich gehe mal ein Risiko ein, behalte das Item für die nächste Runde und dann gucken wir, was abgeht. Okay. Der tankt schon eigentlich ganz, ganz gut. Eine Ulti könnte trotzdem noch wehtun, auf jeden Fall. Und ansonsten... Ja, okay. Seht ihr auch, wenn der Ulti erhöht seine Angriff Verteidigung, wir tanken jetzt weniger. Okay, Vegeta, 1,4. Kritte, komm, Baby. Vegeta, vierfacher. Kritte, irgendwas, hau irgendein Krankes raus. Nice Crit an der Stelle. Okay, wir haben Gott sei Dank keine Ulti bekommen. Heißt aber, gut, dass wir mein Item aufgespart haben. Vielleicht bekommen wir sie nächste Runde in der Ulti. Also eigentlich sollte der jetzt nächste Runde ulten. Und der geht hier in Super Saiyan 2. Yes, das tut der. Oh, wir haben immer... Okay. Oh. Das könnte jetzt nach hinten losgehen. Warum? Wenn Super Vegito eine Ulti bekommt... Oh je, Freunde. Oh je, das könnte sehr, sehr wehtun. Gott sei Dank habe ich mein Item aufgehoben. Wir haben jetzt Full Life. Wir haben unser HP Defense erhöht. Aber eine Ulti kommt trotzdem durch. Er tut dir nur... Hat nur Damage Reduction auf Auto Attacks. Deswegen könnte das auf jeden Fall wehtun. Müssen wir mal drauf achten, was jetzt hier quasi bei rauskommt. Super Vegito in den ersten Slot zu stellen ist auch nicht verkehrt, weil durch seine Ulti erhöht er dann einen Angriff von den anderen Charakteren, die noch folgen. Nice, okay, wir haben keine Ulti bekommen. Auf den kannst du gerne ulten. So ist nicht. Und ihr merkt schon, es ist trotzdem schwer. Ja, es hat wirklich alles gepasst hier. Super Battle Road ist ein schwerer Modus, Freunde. Ihr müsst auf jeden Fall aufpassen und auf jeden Fall eure Charaktere gut setzen. Und der wird zum Super Saiyan 3. Aber ich glaube, wir haben Super Saiyan 3 Goku nicht am Start. Doch, haben wir. Perfekt. Das ist sehr, sehr gut. Dann machen wir das Ganze so. Oder doch nicht. Wir machen das Ganze so. Weil ich auf jeden Fall noch mit Vegeta ulten will. Okay, ich hoffe, das geht nicht nach hinten los. Und ich hoffe, ich kann mit Vegeta noch ulten. Aber ich glaube nicht. Doch, ich kann mit Vegeta ulten. Okay, vielleicht können wir ihn schon rausnehmen. Falls das überleben sollten, dann wäre es vielleicht auch an der Zeit, dass Piccolo sich transformiert. Piccolo transformiert sich ja nach der fünften Runde, ab Anbeginn der fünften Runde, und hielt uns um 30%. Das ist leider nicht passiert in dem Super Battle Road. Aber er hat trotzdem seinen Job gut gemacht, unser Boy Piccolo. Denn ihr habt gesehen, als dritter Slot-Charakter kam er selbstständig auf seine Ulti, weil er für Rainbow Orbs, den er noch einsammelt, zusätzlich Key bekommt. Und er hatte Vertanki. Er hat auch gut Chang gemacht. So ist nicht. Ups, jetzt habe ich mein Handy fast umgehauen. Und somit hatten wir das Super Battle Road hier geschafft. Freunde, zusammenfassend ganz kurz, bevor ich in die Liste reingehe. Ganz wichtig. Leader festsetzen, guten Friend mitnehmen. Ich würde euch eigentlich empfehlen, wenn ihr das machen könnt, so wie ich, Super Saiyan 4 Vegeta als euren eigenen Leader. Super Saiyan Goku ins Team mitnehmen, Super Vegeta auf jeden Fall auch als Friend. Super Saiyan Goku, Rotation auf jeden Fall so halten, Super Saiyan 4 Goku mit Super Saiyan Goku. Warum auch immer ich gerade Super Vegeta sage. Die andere mit Super Saiyan Goku und Super Vegeta, wie gesagt. Und die andere, nochmal zur Wiederholung, weil ich nicht weiß, was ich gerade gesagt habe, mit Super Saiyan Goku und Super Saiyan 4 Vegeta. Ansonsten, das ist zum Beispiel so eine Liste. Natürlich, ich habe jetzt auf LR Mighty Mass verzichtet. Ihr könnt LR Mighty Mass trotzdem mitnehmen. Ich wollte das mal ohne LR schaffen. LR Mighty Mass ist auf jeden Fall sehr solide. LR Sets kommt auf jeden Fall sehr gut zurecht. LR Tension an, wäre ich mir nicht so sicher, wie der sich macht. Ich habe ihn nie getestet. Ansonsten, wenn ihr einen 100% Kalten Goku Blue habt, den als Rotationscharakter könnt ihr auch rein- und rausrotieren. Tapen, wie gesagt, eine solide Option mit seiner Damage Reduction. Kalifla ebenso mit ihren Dodge als Rotationscharakter. Wie gesagt, die zwei Jungs in einer Rotation kann man auch halten. Teilen sich sehr, sehr gut viele Linkskills. Der ist auf Angriff basierend. Der ist sowohl Defense als auch etwas Angriff basierend oder angrifflastig. Der Vegeta, vielleicht auch eine Wahl. Mit dem habe ich es auch damals geschafft, weil wenn die HP auf 80% oder drunter fällt, bekommt der Attack nur auf 90%. Godku kann man vielleicht auch mitnehmen, warum nicht? Steigert seinen Angriff, hat Attack und F, wenn er ultet 80%. Müsst aber dabei solchen Charakteren darauf aufpassen, dass sie ihren Angriff
dass sie den Angriff, den sie bekommen vom Gegner, erst danach bekommen, nachdem sie ihre Ulti gezündet haben, weil davor haben sie dann keinen Death Boost Weg von ihrer Passive. Den kann man vielleicht mitnehmen als Supporter, der wäre ein Supporter solider. Bardock ebenso, wo ist der Boy Bardock? Warum sehe ich Bardock gerade nicht? Hier zum Beispiel. Oder Super Vegeta wären so Supporter-Slots. Ansonsten so Pocket Picks vielleicht, was im Innenkopf. Ganz ehrlich, so Pocket Pick von gerade eben, kann man ich sagen, war Piccolo. Der ist Free-to-Play auf 100% brauchbar, der hat seinen Job wirklich solide gemacht. Der erhöht seinen Angriff, wenn er ultet für eine Runde. Den ist echt solide und vor allem als Rotationskraft hat sich wirklich sehr gut gemacht. Ansonsten vielleicht ein Supporter hier. Ja, der vielleicht schwierig, weil der eher nicht, den würde ich eher verzichten. Der auch nicht. Warum? Denn seine Pass aktiviert sich nur, wenn er gegen einen kämpft. Whis könnte man vielleicht mitnehmen, immer rein und raus rotieren, weil der hat eine, der kann den Gegner eventuell stunnen, aber bei dem ist wichtig, der kann euch einmalig healen und wenn die HP 30% oder drunter sind von euch, ist ein einmaliger Heal dabei und das könnte ein und das andere Mal euer Leben auf jeden Fall retten. Ansonsten, Freunde, wie gesagt, so viel zu dem Super Battle Road Attempt. Ich hoffe, das ganze Format hat euch gefallen. Wenn ja, gebt den ganzen Like, lasst mich wissen, welches Team ihr als nächstes sehen wollt. Die kommen mal ab und an, die Videos jetzt eigentlich eher am Wochenende, weil am Wochenende sind ja die Super Battle Road Stages online. Wie gesagt, lasst mich wissen, wie euch das gefallen habt. Gebt euch gegenseitig Tipps, hilft euch gegenseitig aus. Falls ich mal einen oder anderen Charakter vergessen habe, dann lasst es euch auf jeden Fall gegenseitig wissen. Bis dahin wünsche ich auf jeden Fall eine schöne Zeit. Viel Erfolg beim Super Battle Road und wir sehen uns das nächste Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done, next time you ain't won't be around.